Willkommen zurück, Leute, zu The Book of Unwritten Tales. Was für eine Parole? Fragen wir jetzt Opa. Wuschelhäschen, atomarer Erstschlag. Ich gehe dann mal wieder. Was für eine Parole, Wuschelhäschen? Parole? Ich weiß nichts von einer Parole. Schlechte Antwort. Bereite dich auf dein Ende vor, Halunke. Es ist wichtig, Opa. Das ist die Parole auch. Wir sind im Krieg, verdammt! Der Krieg duldet keine Nachlässigkeit. Au. Also, Parole? Wuschelhäschen, atomarer Erstschlag. Ich sag mal, atomarer Erstschlag. Atomarer Erstschlag, Sir. Korrekt. Was willst du? Ich habe einen Ring von einem Gremlin bekommen. Er sagte, der sei sehr wichtig. Der Ring soll so schnell wie möglich zum Erzmagier gebracht werden. Ein Ring? Hast du ihn auf Kontamination überprüft? Auf Flüche? Verhexungen? Gift? Aber was frage ich? Natürlich hast du. Niemand würde einen Ring von einem Gremlin annehmen und ihn nicht auf Flüche untersuchen. Gefährliche kleine Monster, diese Gremlins. Man darf sie nicht nach Mitternacht füttern, weißt du? Der Gremlin sagte, dieser Ring könne den Krieg entscheiden. Den Krieg entscheiden? Das wäre ja... Wo ist der Gremlin? Er wurde entführt. Gerade so konnte er mir den Ring noch zustecken. Der Erzmagier soll ihn so schnell wie möglich bekommen. Der Erzmagier? Ja. Er wird wissen, was zu tun. Darauf haben wir gewartet. Dafür haben wir trainiert. Genau. Dies ist die Stunde, in der aus dicklichen kleinen Jungs echte Männer werden. Die Stunde der Ehre, die Stunde des Ruhms. Unsere Stunde. Aber... Wieso dicklich? Jeder weiß, was er zu tun hat? Nein. Dann machen wir es so. Ja, Opa halt. Ja, wir lassen ihn dann mal da rumschraubern und gucken uns mal um. Das ist Papas Ersatzwerkzeugkiste. Sein normales Werkzeug, sein Reisewerkzeug und sein feines Ausgehwerkzeug hat er mitgenommen. Was haben wir denn da so Schönes in der Werkzeugkiste? Mal sehen, was haben wir hier? Schraubenschlüssel, Zangen, Ogerfett, ein Taurenfuß, ein Fluchmessgerät. Ich nehme einfach die ganze Kiste mit. Genau. Nimm einfach alles. Ein alter Verlängerungsarm. Sehr praktisch, wenn man zu klein ist, um an Gegenstände heranzukommen. Das wäre doch ein was. Ein weit verbreitetes Problem bei uns. Das wäre doch was für das Ding da oben. Ja. Ich glaube, damit lässt sich bestimmt unser Teil fangen. Das ist eine tolle Erfindung von Opa. Ein Schiff, das unter Wasser fahren soll. Untergehen tut es schon. Teile von irgendwelchen Maschinen. Wenn es sinnlos ist, kommt es von Papa. Wenn es kaputt ist, von Opa. Und wenn es gefährlich ist, von meiner Schwester Maggie. Witzige Familie. Ein dünnes, silbriges Elfenseil. Es ist sehr leicht und beinahe unzerreißbar. Cool, nimm es mit. Elbenseil. Echtes Elbenseil. Papas Schraubstock. Viele schmerzhafte Erinnerungen verbinden mich mit ihm. Oh Gott, der Arme. Ach, was haben wir hier? Eine gewaltige Maschine, selbst für Opas Verhältnisse. Er nutzt es wirklich aus, dass Mama und Papa nicht da sind. Kann sich so ruhig austoben. Opa mag Geheimniskrämerei. Ich glaube, er hat Angst vor den Spionen der Schattenarmee. Mhm. Ja, was können wir denn mal machen jetzt für ihn? Du, Opa? Nenn mich Colonel! Was genau tun wir jetzt, Colonel? Haben wir doch eben besprochen. Du besorgst die Ausrüstung und ich kümmere mich um das Transportmittel. Ausrüstung? Wofür? Wofür? Für deine Reise in die Stadt der Menschen natürlich. Du musst aufmerksamer sein, Junge. Ich soll... Ich dachte, jemand anderes... Nee, Wilbur. Ich wage zu bezweifeln, dass du hier jemand anderen finden würdest, der dem Tod ins Auge blicken würde. Das ist deine Chance, ein tragischer Held zu werden, Junge. Ein schmerzhafter Verlust für die Allianz. Willst du denn kein Held sein? Ich würde schon gern mal was erleben, aber... Das ist deine Chance.
Du wirst ein Held und ich werde allen zeigen, dass ein alter Gnom noch zu etwas Nutze sein kann. Also hier ist der Plan. Du besorgst dir eine gute Ausrüstung. Ich kümmere mich um das Transportmittel. Na gut, ich kann mich ja mal umsehen. Ganz unverbindlich. Genau, wegen meiner Ausrüstung. Was brauche ich alles? Wegen meiner Ausrüstung. Ja? Hast du alles beisammen? Ich weiß nicht. Was genau soll ich denn mitnehmen? Lass mal überlegen. Du brauchst einen Helm. Ohne Beine kann man kämpfen, ohne Kopf nicht. Ohne Beine? Außerdem brauchst du eine Karte des Gebiets. Aufklärung ist alles. Wir leben im Informationszeitalter. Helm und Karte also. Verstanden. Und dann natürlich noch an dem Fallschirm. Sicher ist sicher. Wozu genau? Ich meine, ein Fallschirm? Na, nur zur Sicherheit. Genau. Wenn man irgendwo hingeht, dann Fallschirm auf jeden Fall. Was glaubst du, was mit dem Ring auf sich hat? Der Ring? Glaubst du wirklich, er könnte den Krieg beenden? Ich weiß nicht, ob überhaupt irgendetwas diesen Krieg beenden kann. Der Gremlin meinte, er würde unser aller Schicksal verändern. Vielleicht ist es ein mächtiger Zauberring. Wir sind einfache Soldaten, Junge. Wir kämpfen, wenn man es uns sagt. Über alles andere musst du dir nicht den Kopf zerbrechen. Klingt vernünftig. Der Erzmagier der Menschen, wer ist das? Kennst du den Erzmagier? Hast du ihn schon einmal getroffen? Getroffen habe ich ihn noch nicht. Immerhin ist er ein großer Anführer und ich bin nur ein einfacher Soldat. Aber ich habe schon viel von ihm gehört. Er ist ein mächtiger Zauberer natürlich. Er ist Berater des Königs. Und er ist unser mächtigster Alchemist und Oberhaupt des Geheimdienstes. Er lebt unten am Meer in Seefels in einem Turm. Aber natürlich ist er als wichtiger Mann ständig auf Reisen. Hoffentlich ist er da. Ich wollte schon immer mal einen echten Magier treffen. Wenn er nicht da ist, musst du auf ihn warten oder ihm hinterherreisen. Du darfst den Ring nur dem Erzmagier persönlich geben, hörst du? Niemanden anderen. Schwöre mir das. Wenn der Ring wirklich wichtig ist, dann soll es nicht an uns liegen, wenn er in falsche Hände gelangt. Na gut, na gut. Ich schwöre, ich werde ihn dem Erzmagier persönlich geben. Spannend, wegen meiner Ausrüstung. Wie genau soll ich in die Stadt der Menschen kommen? Ich soll mit deiner Maschine in die Stadt der Menschen reisen, oder? Ganz recht, es ist der schnellste Weg. Und der sicherste? Ganz recht, es ist der schnellste Weg. Okay. Ich suche dann mal weiter nach meiner Ausrüstung. Tu das. Ich habe hier noch genug zu tun. Ja. Aber denke daran. Schau einer Medusa nie in die Augen und niemanden in der U-Bahn. Klar. Ja. Okay. Wollen wir uns den Ring eigentlich mal angucken? Können wir das? Ein schwerer goldener Ring. Er fühlt sich warm an. Auf der Innenseite sind feine Schriftzeichen zu erkennen. Doch ich kann sie nicht lesen. Dann musst du ihn ins Feuer packen. Betrachte den Spind. Ah, den hatten wir auch noch nicht. Der Spind lässt sich nicht öffnen. Er wurde bei der verheerenden Frühjahrsexplosion vor 2 Jahren stark beschädigt. Ach so. Na gut. Dann haben wir hier ja alles durch. Dann gehen wir nochmal nach oben. Und dann fangen wir mal das Ding hier mit unserem coolen Greiferarm. Mit dem Arm würde ich zwar hoch genug kommen, aber wie sollte ich zugreifen? Das wird so nichts. Wie? Du kannst damit nicht zugreifen. Ein Verlängerungsarm mit einer mechanischen Hand. Die Finger sind etwas ausgeleiert, aber leichte Dinge können sie noch greifen. Ja, warum machst du das denn nicht? Dann mit dem Ding hier vielleicht? Kombinieren? Mit was anderem kombinieren? Passt. Oh, ich habe was gemacht. Ich habe den irgendwas. Wie jetzt? Extra starker antibakterieller Küchenreiniger am Verlängerungsarm. Aha. Kannst du den sauber machen, oder was? Was soll ich denn jetzt mit dem Arm? Jetzt hat das Ding da das Saubermachtzeug dran und jetzt? Ein dünnes, silbriges Elfenseil. Nimm doch mal das Seil und versuch's damit. Okay, das funktioniert auch nicht. Was soll ich denn jetzt damit sauber machen?
Gnomenzimmer haben wir ja eigentlich schon. Kommt dann dasselbe nochmal. Gnomenzimmer, Gnomenzimmer. Oh. Wir können das Zimmer nur auf und zu machen. Unsere Küche. Nee, die Küche kommt dann. Okay, Getreidemühle. Kann ich da irgendwas vielleicht reintun? Superdünger? Wie kriege ich denn den Doofen hier? Da, was mache ich denn da bloß? Vielleicht in der Werkzeugkiste mal reingucken? Mal sehen, was haben wir hier? Schraubenschlüssel? Damit irgendwas kombinieren? Wir können natürlich auch nochmal zurück zu dem Kellermeister, aber jetzt sind wir hier schon irgendwie dabei. Gehen wir nach unten nochmal. Und abwärts. Irgendwie müssen wir den Fisch doch fangen können. Alleine dieses Ding. Betrachte die Quallenlampe. Das sind Leuchtquallenlampen. Man muss die Quallen nur alle paar Wochen füttern, dann geben sie jahrelang Licht. Ja, praktisch. Auch wenn die Quallen hoffentlich sich... Ich weiß nicht, ob die sich wohlfühlen. Irgendetwas, an dem mein Opa arbeitet. Keine Ahnung, was es ist. Und ich glaube, ich möchte es auch nicht wissen. Ich mag meinen Opa, aber seine Erfindungen sind meistens ziemlich gefährlich. Was können wir denn mal ihm geben? Also wir sollen uns ja einen Helm basteln, ja? Einen Helm und eine Karte brauchen wir. Ist da in dem Rucksack noch was drin? Mein alter Pfadfinder-Rucksack. Der Schere irgendwas zerschnibbeln? Damit würde ich nur die Schere kaputt machen. Elfenseile sind nahezu unzerstörbar. Eine Schere aus der Küche meiner Mutter. Scharf und gefährlich. Eine Kaffeekanne aus Blech? Sie wurde schon lange nicht mehr benutzt. Vielleicht können wir uns aus Blech nennen. Und sicherlich noch nie für Kaffee. Der Kellermeister misstraut antialkoholischen Getränken. Aus dem Blech kann man sich ja vielleicht den Helm machen. Wir haben ja auch noch hier unseren Schraubstock. Keine Ahnung. Okay, das geht nicht. Können wir irgendwie den Arm für irgendwas verwenden, was... Keine Ahnung. Kann der irgendwie helfen? Entschuldigung. Colonel. Hilf mal. Ja, machen Sie Meldung. Ich suche da... Tu das, ja, tu das. Nee. Aber klar. Das hat nicht so gut geklappt. Ihm was geben geht aber auch nicht, ne? Eine Schere aus der... Kann ich jetzt die Schere nehmen? Nee. Kann ich da nichts machen. Werkzeug. Extra starke antibakterieller Küchenreiniger am Verlängerungsarm. Was können wir denn mal... Ah, ich weiß. Vielleicht können wir bei dem Schleim diesen komischen Reiniger verwenden. Und deswegen auch der Arm. Wir gehen mal raus. Ich habe da so eine Idee. Machen wir jetzt einfach mal. Oh, wir können diese Plane sogar mitnehmen. Mit der Plane können wir doch bestimmt einen Fallschirm basteln. Da klettere ich lieber nicht hoch. Da ist alles vereist. Wahrscheinlich würde ich mir den Hals brechen. Ja, aber wir wollen das doch jetzt haben. Betrachte die Rolle. Eine zusammengerollte Plane. Vermutlich eine von denen, wie sie hier überall hängen. Nimm sie. Nimm die Plane. Jawohl. Unser Fallschirm. Ich ziehe das Seil durch die Ösen an der Kante der Plane. Fertig. Yay, wir haben Fallschirm. Okay, das hat schon mal geklappt. Eins von drei Sachen haben wir schon mal. Nee, du sollst ja eigentlich... Natürlich ist es hier in den... Aber dieses Jahr... Ist was? Dieses Jahr war es, keine Ahnung. Ich will da reingehen. Wo war das? Und was kann ich noch mitnehmen? Hier ist irgendwas noch, was ich mitnehmen kann. Da, Eiszapfen. Ah. Hat funktioniert. Ich hab einen. Und der darf jetzt aber nicht schmelzen? Mit den Kanne? Es wird lange dauern, bis der Eiszapfen schmilzt. So warm ist die Kanne nun auch wieder nicht. Ich sollte das Schmelzen beschleunigen. Ja, für was auch immer. Aber erstmal gehe ich rein und habe hier das noch entdeckt. Das finde ich gut. Weißt du, blöder Eingang. Ich finde den nicht. Das war nämlich eigentlich das, was ich wollte. Das ist zum Gnomendings. Wo sind wir denn hergekommen? Geh da mal hin. Oder wo muss ich dafür lang? Da. Okay,
Okay, da oben irgendwo. Herr Kellermeister! Der Kellermeister. Hallo? Herr Kellermeister, wo sind Sie? Ja, der will dem erst mit dem Ring erzählen. Ist doch so spannend. Herr Kellermeister! Herr Kellermeister! Hm? Was? Wir müssen die anderen Zwerge verständigen. Da war ein Gremlin in einem Käfig und er hat mir einen Ring gegeben und... Was? Was für ein Ring denn? Diesen Ring! Es ist ein sehr wichtiger Ring. Der Gremlin hat gesagt, er würde unser aller Schicksal... Wirklich, Wilbur? Ich habe keine Zeit für Kindereien. Ich habe Wichtigeres zu tun. Aber der Ring muss zum Erzmagier in die Stadt der Menschen gebracht werden. Er kann den Krieg beenden, hat der Gremlin gesagt. Hör mal, Kleiner, das ist ein Ring. Was soll der können? Er ist... Ich muss... Der Gremlin lügt doch nicht. Überleg doch mal. Wann hätte jemals irgendjemand einem kleinen Wesen wie einen Gnom einen wichtigen Ring gegeben? So was passiert nicht. Aber... Du ist aber gut. Geh nach Hause, es wird schon spät. Ja, in welcher Geschichte war das wohl mit dem Ring und so? Vom Kellermeister kann ich wohl keine Hilfe erwarten. Eigentlich hätte ich das ja auch als erstes tun sollen, erstmal wieder zu ihm zu gehen. Aber in dem Fall sind wir halt erstmal nach Hause gegangen. Jetzt gehen wir da mal rein. Und ich wette, jetzt können wir mit dem Reiniger irgendwas hier kommen. Probier das mal aus. Er will ja auch gar nicht zu nah an den Topf ran. Jetzt tue ich etwas, das ich schon vor langer Zeit hätte tun sollen. Oha. Eigentlich schade, dass es so böser Schleim war. Okay, aber jetzt haben wir den Kochtopf. Wir haben das Schleimmonster besiegt. Wenn das kein Helm für Helden ist. Er müffelt nur noch ganz wenig und die Innenseite wird auch bald nicht mehr glitschig sein. Mein hübscher Kopf ist damit sicher. Jetzt fehlen nur noch eine Landkarte und ein Fallschirm. Ach, du willst den doofen Topf als Helm nehmen? Oh nee, ich fasse es nicht. Wenn das kein Helm für... Oh nee. Der Herd ist immer noch warm. Man ja, was aufwärmen. Wie zum Beispiel das Wasser hier. Den Eiszapfen auftauen. Es dürfte nicht lange dauern, bis der Eiszapfen schmilzt. Der Herd ist noch warm. Aber was... Der Eiszapfen ist schon weg. Übrig bleibt kristallklares Wasser. Ich könnte mir vorstellen, dass wir irgendwas pflanzen sollen. Weil da die Erde ist, wo nichts gepflanzt ist. Und das Wasser, ich erinnere mich da so ein bisschen. Ach, hier haben wir noch was. Ein recht grob geknüpftes Netz mit losen Enden. Vielleicht ist es für Obst gedacht. Allerdings habe ich hier noch nie Obst gesehen. Der Kellermeister ist eher für Deftiges zu haben. Nimm das mal. Vielleicht können wir das jetzt endlich daran basteln. An den doofen Schläger. Ich knote die losen Enden um den Wunderbar. Rahmen. Wunderbar. Fertig. Ah. Tennis kann ich damit zwar nicht spielen, aber es ist ein brauchbarer Kescher daraus geworden. Yay, also Kescher war auch richtig. Dann können wir das komische fliegende Ding einsammeln. Einen Helm haben wir auch, einen Fallschirm haben wir auch. Fehlt eigentlich nur noch die Karte und keine Ahnung, wofür das Wasser gerade da ist. Also zum Gießen auf jeden Fall. Aber was sollen wir denn pflanzen? Vielleicht kriegen wir ja von Opa noch was. Könnte ja sein. Müll. Der Mülleimer quillt fast über. Vermutlich wäre es mein Job, ihn zu entleeren, aber naja. Oh, wir können auch noch Müll mitnehmen. Okay, wir haben Müll. Noch mehr Müll. Für den Roboter? Nö. Den hatten wir ja schon. Brauanlage, dies und das. Dann gehen wir mal wieder raus. Und irgendwie... Können wir hier noch was machen? Keine Ahnung. Er hat seine Arbeit erledigt und prompt hat er sich wieder abgeschaltet. Ganz schöner Energiefresser, unser Rattenjäger. Vielleicht können wir ihm ja nochmal Müll geben, damit er wieder so in Fahrt kommt. Der Roboter zieht seine Energie aus dem Müll. Die Energieversorgung ist gesichert. Der X100 ist wieder einsatzbereit. Ich brauche nur neue DNS und schon geht er wieder auf die Jagd. Oh nee, nicht, dass wir... Nein, wir sollen ihn irgendwie verjagen, aber warum? Ich lasse das erstmal. Auch wenn ich jetzt schon weiß, was auf uns zukommt, gehe ich erstmal zurück. Und der soll dann anscheinend den Kellermeister jagen, aber warum denn? Machen wir uns da einfach ein Späßchen oder hat das einen Sinn? Erstmal fangen wir hier unser komischen Fisch. Komm, Fischchen. Manchmal glaube ich, das Ding zeigt die Zeit nicht an, sondern Nee, das sollst du nicht machen. Du sollst ihn fangen, den Fisch.
Na. Hab ich dich. So, ich hab den komischen Fisch. Was hat er jetzt zu sagen? Mein mechanischer Flugfisch. Ich habe ihn ganz allein gebaut. Mit Papa und Maggie. Also, nicht ganz allein, aber fast allein. Was können wir mit dem Flugfisch machen und was können wir jetzt hier pflanzen? Wir haben hier den Dünger, wir haben Wasser. Ich weiß es nicht. Gehen wir erstmal nach unten zu Opa und sagen ihm, dass wir einen Helm haben. Und abwärts. Einen Helm und einen Fallschirm. Nur die Karte fehlt uns noch. So. Entschuldigung, Colonel Opa? Ja, machen Sie Meldung. Ich habe den Topf, Helm. Ausgezeichnet, Soldat. Der Helm schützt dich vor physischen Angriffen. Du kannst darauf sitzen und ihn sogar als Kochtopf benutzen. Wie praktisch. Zeig mir mal den Helm. Er ist nicht toll, ich weiß, aber ich... Ach was, es ist ein guter Helm. Und er wird deinen guten Soldaten schützen. Es sei denn natürlich, der Feind greift mit Drachen an. Oder er hat Hexer in seinen Reihen. Oder magische Schwerter. Oder er trifft dich nicht am Kopf. Vielleicht sollte ich noch nach einer Rüstung suchen, die auch magische... Papalapap, der Helm muss reichen. Genau, der Helm, der reicht. Der Kellermeister will uns nicht helfen. Vom Kellermeister können wir keine Unterstützung erwarten. Er glaubt nicht, dass der Ring wichtig ist. Ich hab nichts anderes erwartet von diesem feigen Trunkenbold. Aber Opa, er ist mein Chef. Schöner Chef. Sitzt in seiner Festung und trinkt von morgens bis abends Bier, während seine Kameraden an der Front kämpfen. Ich glaube, er vermisst sie. Ja, vielleicht. Auf jeden Fall sind wir auf uns alleine gestellt, Soldat. Ich suche dann mal weiter nach meiner Ausrüstung. Tu das. Ich hab hier noch genug zu tun. Und den Fallschirm haben wir auch schon. Achte immer gut auf den Ring. Er ist dein Schatz. Klar. Ja, Schatz und so. Fallschirm. Ich lasse ihn lieber weiterarbeiten und kümmere... Nee. Hier, Fallschirm. Komm, sag's ihm. Sag's ihm. Okay, will er nicht. Dann machen wir jetzt unsere Karte. Schraubstock, was können wir denn da mal machen? Da haben wir das Wasser, eine Schere, Superdünger. Irgendwas müssen wir doch mit dem Werkzeug auch machen können. Aber wie basteln wir uns eine Karte? So schwer kann das doch eigentlich gar nicht sein. Und wie kann uns dieser komische kleine Fisch hier helfen? Mechanischer Flugfisch. Solange ich nicht weiß, was ich suche, möchte ich Nemo lieber nicht auseinanderbauen. Nee, aber du brauchst eine Karte, Rucksack. Fisch. Das geht auch nicht. Kann der Fisch was, irgendwas davon suchen? Solange ich nicht weiß, was ich suche, möchte... Mein mechanischer Flugfisch. Ich habe ihn... Schwierig. Vielleicht dann doch nochmal hier zu unserem... Chef zurück zum Kellermeister? Ich weiß nicht. Wie kriegen wir denn mal eine Karte hin? Ich glaube, wir... Die Zahnräder? Die Zahnräder gehören zu Papas Wohnraumoptimierungseinheit. Die Maschine belegt insgesamt 3 Zimmer in unserem Bau. Vielleicht auch noch mal unser Zimmer. Statt das hier. Küchenhebel will ich eigentlich gar nicht. Unsere Küche. Kannst du noch mal... Genau. Vielleicht ist ja doch noch irgendwas in seinem Zimmer, was ich übersehen habe. Da so ganz genau noch mal alles abgucken. Ist auch süß mit dem kleinen Teddy und so. Sein kleines Gnomenzimmer. Da ist ein Stuhl. Chemieexperiment. Meine Mutter ist eine richtige Hausfrau. Sie beschäftigt sich mit Chemie, Biologie, Genetik und so ein Kram. Und wenn du das Wasser da einfach mal so reinkippst, vielleicht ist ja doch was gepflanzt? Nö. Sieht nicht so aus. Also müssen wir irgendwas einpflanzen. Irgendwas haben wir nicht übersehen. Irgendwas muss ich noch finden.
betrachte die Bastion. Die Bastion sieht so schon beeindruckend aus. Dabei wurden viele der Hallen und Gänge nie fertiggestellt. Tja, Leute, ich weiß noch nicht, wo wir die Karte finden. Ich könnte mir aber halt vorstellen, dass wir, irgendwie soll der ja weg. Ach so, vielleicht brauchen wir die Landkarte. Das ist bestimmt die Karte, die wir wollen. Vielleicht ist die Landkarte, die hier hängt, die Karte, die wir nehmen. Und um da ranzukommen, muss er weg. Also verscheuchen wir ihn mit dem Roboter. Ja, da braut sich eine Idee zusammen, die auch Sinn macht. Und das machen wir im nächsten Part von The Book of Unwritten Tales, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.